the power of the dark side. Merkwürdig, das ist Gordons Pfeife. Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Dr. Howard! Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Ich bekomme einige beunruhigende Berichte über einen Fledermausbefall in der Anstalt von Arkham. Ich möchte aber erinnern, dass es Ihre erste Bürgerpflicht ist, dieses Ungeziefer auszurotten. Ihr dürft nicht zulassen, dass es einen Weg aufs Festland zurückfindet. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Rätsel und dann so weiter. Ich sitze nur hier und sehe mir Cartoons an. Wenn einer von euch sauberen Bleck geht, weil ich an sich langweilt, dann soll er rüberkommen und mich treffen. Schaut nicht hoch, wenn ihr die Tür öffnet. Sonst verderbt ihr mir die Überraschung und mein Experiment. Landet man direkt hier im Menschenhof. Schön. Haben wir die Möglichkeit. Sag mal so, oder? Er ist hier! Meine Güte! Ich mach Hacken! Weiter! Ja, das ist langweilig.
Da nun wollte ich eigentlich nicht sterzen, aber okay. Wir haben ein Upgrade. Ausschalten Spezialkombo. Oh, das tut. Harley Quinn. Mir stammt sie uns. Leider ist vor mir Energiefeld. Da. Hey, verschwinde, Batman! Das ist meine Ich-Zeit. Wo ist Gordon? Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben. Halt's Maul! Au! Du dumme Kuh! Harley! Ah! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder. Ich kann nie böse auf dich sein. Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao. Dieser Weg ist versperrt. Ich suche draußen nach einem anderen Weg hinein. Ach, wo man da war. Vergesst nicht! Sucht jeden Winkel ab! Ich will, dass alle gebunden werden! Hey! Ich will nicht, dass einer die Party verpasst! Ich bin als Gastgeber zu tun! Und drin. Ich will, dass alle Äfte zusammengezieht werden. Such das ganze Medizingebäude ab. Ich meine das ernst. Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer. Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben. Obwohl, das klingt lustig. Das mache ich auf jeden Fall. Joker hat Spaß an der Lautsprecher. Schon, wie komme ich nur da dran? Aber war ja recht einfach. Lass mich! Sei still und geh mit den anderen darunter! Bewegung! Okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten.
Passt schon! Komm von der Seite! Er ist da oben! Über uns! Ich hab nicht gesehen, wo er hin ist! Ich kann ihn nicht mehr sehen! Was für ein Krankenhaus ist das? Sieht mehr nach Folterkammer aus. Hä? Er ist da oben! Ich kann dich nicht um! Ich bin an der Tür, hier ist nichts. Ich hasse Krankenhäuser, da grusel ich mich immer. Sieh, ob man da so Sprengfallen machen kann. Ist jemand da drin etwas gestresst? Rast euer Herzschlag? Dann kriegt das schnell in den Griff und stoppt Batman. Sonst kümmere ich mich um euren Blutdruck. Und zwar für immer. Sieht ja gut aus bis jetzt. Ausgeschaltet. Sie sind in Sicherheit. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert Ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen. Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen. Die Gesichter. Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Batman hat uns gerettet. Ich habe nie an seine Existenz geglaubt. Geht's dir gut? Wir sind in Sicherheit. Batman hat uns gerettet.
Hauptsache was kaputt gemacht. So, dann gehen wir mal weiter. Hoppla! Die leuchtet grün. Denken Sie daran, ein glücklicher Patient ist ein ruhiger Patient. Lassen Sie mich Ihnen die faszinierende Arbeit unserer neuen Forschungsleiterin Dr. Penelope Young präsentieren. Seit sie vor 2 Jahren unserem Team beigetreten ist, ist Arkham einer der Vorreiter bei der Forschung für Patienten mit menschlichen Leichten. Guten Tag, Arkham. Lassen Sie uns über Ihren Verstand reden. Wie kann eine so komplexe Einheit verstanden und gegebenenfalls behandelt werden, wenn sie Schwächen zeigt? Wie nur? Das Ziel des Projekts Titan ist, eine Testumgebung zu schaffen, um dann umfassend unsere speziellen Fälle auf risikolose Weise zu testen. Unser Ziel ist es, die unglücklicheren Exemplare zu heilen, die Schwachen, die, die körperlich nicht den Herausforderungen gewachsen sind, die unsere medizinische Praxis erfordert. Das Projekt Titan macht uns zu einer Weltklasse-Einrichtung. Also das ist doch... Was ist Projekt Titan? Gibt es nur wenige Einrichtungen, an die man sich wenden kann? Geht's hier? Da musst du mich schon! Ja, da weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Denken, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Verstanden? Halt endlich den Mund! Nein, bitte nicht! Nein! Ah, wir werden sie treffen! Sie ist tot, jemand muss es Joker sagen! Hoppla. Ein Kinderspiel! Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats! Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Voll nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Nein, bitte nicht! Nein! Ah, wir werden angegriffen! Sie ist tot, jemand muss es Joker sagen. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Mann. Wie soll denn das gehen? Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und Sprengung, klar.
Ich bin mir bewusst, dass dieser Job... Oh, bitte nicht! Nein! Tagchen. Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Aber nicht lange. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Keine Sorge, Doktor. Ich habe Sie zuerst gerettet und jetzt werde ich die anderen Räume durchsuchen. Warten Sie, da draußen ist es gefährlich. Da drin ist noch medizinisches Personal, das meine Hilfe braucht. Wo? Oh. Das muss ich ja jetzt erstmal wieder finden. Natürlich war das leicht für dich. So sollte es auch sein. Das war irgendwie... By the blackouts every other night.